Freunde, jetzt gucken wir den Kontostand an von seinem Zweitaccount. 92.398.925 erhacktes Geld? Nein, Freunde. Bitte was? Ein Sharpness Level 9999? Yo, Freunde, weil das letzte Gewinnspiel so unglaublich gut bei euch angekommen ist, machen wir ein neues. Wir verlosen 3x 25 Euro Paysafe Card. Das heißt insgesamt 75 Euro nur für euch. Und das Einzige, was ihr tun müsst, um daran teilzunehmen, ist dem Video ein Like geben, ein nettes Kommentar schreiben, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Und zack, ihr nehmt teil und habt die Chance auf eine der Paysafe Karten. Viel Spaß und viel Glück. Yo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im Hintergrund bin ich auf meinem CityBit-Server durchrasten.de, die IP ist ganz oben in der Beschreibung, Freunde. Und heute, Freunde, habe ich etwas ganz Besonderes. Ich glaube, ein Grundstück der Extraklasse, Freunde. Ihr seht schon im Hintergrund, ein ganz normales, echt cooles Haus. Sieht echt nice aus mit dem ganzen Glas, mit dem Shader. Sieht das echt krass aus, Freunde. Und es gibt nur ein Problem bei dem Grundstück. Und dieses Grundstück wurde, glaube ich, also wenn ich jetzt mal übertreibe oder untertreiben darf, bestimmt 70 Mal gemeldet. Und das Ganze wegen Scamming und Betrug und unter anderem auch wegen OP-Items. Und ich frage mich, woran das denn liegen könnte, weil man sieht ja hier keine offensichtliche Hackerbase, Freunde. Und ich habe mir gedacht, wir machen heute ein bisschen Undercover, spielen wir ein bisschen Spion und werden den Inhaber hier ein bisschen verfolgen. Der sollte euch auch irgendwie ein bisschen bekannt vorkommen. Der war schon mal in dem Video, glaube ich, von uns. Warte, wo ist er? Draußen ist er? Ich will jetzt nicht die Tür öffnen, dass er das sieht. Ah, doch, mache ich jetzt einfach mal. So, ihr seht schon, das ist der Karma Charger. Karma Charger 94, Freunde. Und den werden wir jetzt ein bisschen beobachten, denn ich muss ehrlich sagen, ich habe schon mal die Base oberflächlich geprüft und ich habe nichts Besonderes gefunden. Er hat keinen Keller, er hat keine krass viel Kisten. Das Einzige, was er hat, ist ein paar Schilder, auf denen draufsteht, Freunde. Das beste Holz und Essen, nur bei mir günstig. Dann steht hier noch bester Shop 2017, Freunde. Ja, TÜV geprüft. Und dann steht hier auch noch, bin auch der Reichste auf dem Server. Ich habe das Ganze schon mal gecheckt, Freunde. Ich habe übrigens, bin ich undercover online mit einem Zweitaccount. Ich zeige euch das mal. Ich habe mit dem Account alle Rechte. Der Karma Charger, der hat nur vier, der, ach, sogar null. Der hat einfach 0 Euro und sagt, er wäre der Reichste auf dem ganzen Server. Das fand ich schon ein bisschen komisch. Und er hat ja auch einen Shop. Das heißt, eigentlich müsste er ja ein bisschen Geld haben. Fragt mich nicht, Freunde. Wir werden ihn jetzt einfach ein bisschen beobachten. Ich kann euch das ganze Haus ja erstmal zeigen, Freunde. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht entdeckt werden von ihm. Wir sind zwar gerade im Vanish, aber wer weiß. Nicht, dass er uns gleich sehen kann oder so, weil wir irgendeinen dummen Fehler machen. Ich schaue jetzt hier erstmal. Also, Freunde, wir haben hier einmal die Etage und in den Kisten ist nichts Besonderes. Ganz normaler Stuff. Alles ganz cool sortiert war das hier. Oder das war noch eine Etage höher, glaube ich sogar. Oh, fuck. Ich glaube, er hat gesehen, dass ich die Kisten aufgemacht habe. Gut, waren. Er schreibt, ey. Ja, das war ein Bug, Freunde. Das ist ein Minecraft, Kisten-Aufmach-Bug. So, hier sieht auch alles ganz normal aus und das hat mich mega verwundert. Aber irgendwas muss ja an diesen ganzen Reports dran sein. Wir haben eine richtige Supportakte über sein Grundstück, Freunde. Deswegen, das wurde so oft reported. Mal schauen, ob wir irgendwas von außen sehen. Irgendwas krasses, unnormales. Nein. Okay, hier ist irgendwie so ein komischer Fleck, so ein komischer, ja, wie nennt man sowas? Ja, das ist, steht ein bisschen draußen, ein bisschen komisch. Sieht alles so symmetrisch aus und das nicht. Ja gut, das beachten wir jetzt einfach mal nicht. Das sieht jetzt nicht so krass aus. Naja, also Freunde, seht ihr irgendwas Besonderes? Könnt ihr mir direkt mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht bin ich auch ein bisschen dämlich und übersehe das alles hier. Und ihr seht die ganze Zeit irgendwelche krassen Items oder so. Oder irgendwelche Verstecke und ich denke mir die ganze Zeit, ey, da ist ja gar nichts. Und ihr schlagt euch die Köpfe ein hinter dem Bildschirm. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, Freunde. Genau, jetzt müssen wir den Karma-Charger einfach ein bisschen beobachten, Freunde. Ich habe auch einen echt coolen Geheimmodus. Freunde, ich zeige euch das Ganze mal mit diesem Game-Mode. Kann ich durch alle Wände fliegen, kann quasi auch zwischen den Wänden gucken, wo irgendwas ist. Könnt ihr jetzt quasi hier auch nach unten gehen und schauen, ob hier ein Keller ist. Aber hier ist keiner. Ihr seht hier schon von den Nachbarn die Grundstücke und die Keller. Schaut euch das an. Aber nein, Freunde, wir sind ja jetzt hier, um den Karma-Charger zu beobachten. Hier ist er. Wir beobachten ihn jetzt einfach ein bisschen. So. Wie, hier ist doch ein Keller? Was? Ach nee, er baut gerade einen Keller. Okay.
Freunde, irgendwann muss er doch mal seine Blöße offen lassen. Ich habe eine Idee, Freunde. Wir können doch mal mit ihm schreiben. Wir schreiben ihm einfach mal, dass wir Interesse hätten an ein paar Karotten, weil er ist ja angeblich ein Essensverkäufer. Karma Charger. Ich schreibe ihm mal, hey, brauch ein paar Karotten. Mal schauen, was er schreibt. Ach, ich bin ja im Vanish. Dann kann er mir, glaube ich, nicht zurückschreiben. Weiß nicht. Ob er mit /R zurückschreiben kann. Mal schauen, ob wir eine Antwort kriegen. Sonst müssen wir nämlich aus dem Vanish, Freunde, damit wir mit ihm schreiben können. So. Freunde, kriegen wir eine Antwort? Nein, ich glaube, wir sollten mal aus dem Vanish. So, ich gehe jetzt einfach hier auf. Oh, ich darf ja nicht fliegen. Nicht, dass er sieht, dass ich fliege. So. Ich bin gerade aus der Welt gefallen, Freunde. Scheiße. Oh, Mann. So, Karma Charger hat unsere TPA angenommen, Freunde. Wir sind jetzt hier gerade bei seinem Grundstück wieder. Hatte eben einen kleinen Fehler. Und jetzt schauen wir mal, ob er mir antworten kann. Ich schreibe ihm das Ganze jetzt nochmal. /MSG Karma Charger. Ich bräuchte ein paar Karotten. Mal schauen, was er schreibt, Freunde. Übrigens, die Leute, die dieses Grundstück gemeldet haben, haben mir auch erzählt, sie wollten, wie ich, ganz normale Sachen kaufen. Und denen wurden dann ein paar Items angedreht, die halt verboten sind. Das heißt, man hat ihm geschrieben, ey, ich brauche Karotten. Und stattdessen kam er dann, ey, ich habe hier das und das. Mal schauen, was im Chat so steht. Ach, er schreibt, habe ich nicht. Hab nur Fleisch. Freunde. Feinste Massentierhaltung? Bitte was? Wir schreiben ihm mal, Freunde. Was hast du noch alles im Angebot? Mal schauen, ob er vielleicht schon direkt auspackt. Wenn er dumm ist, dann schreibt er direkt, ja, ich habe hier ein paar OP-Schwerter oder irgendwelche OP-Rüstungen oder so. Oder gehackte Items, aber glaube, Freunde, so dumm ist er jetzt nicht. Weil ich muss sagen, er spielt schon länger, schon ein bisschen länger hier und wurde jetzt noch nicht von unseren Supportern aufgedeckt. User joined your channel. Wie gesagt, das... User was moved out of your channel. Da war gerade jemand in meinem Channel. So, Freunde. Jetzt schauen wir mal, ob er geantwortet hat. Aber was, was suchst du denn genau? Hauptsächlich Essen. Freunde, was suchen wir? Suchen wir ein paar Hacksteaks oder ein paar OP-Schwerter? Ich glaube, ein paar OP-Schwerter. Freunde, so, wir schreiben ihm jetzt mal. Hast du auch Waffen? Freunde, wir dürfen ihn nicht aus den Augen verlieren. Vielleicht offenbart er uns ja gleich seine Verstecke. Freunde, wieso ist er in diesen Raum gegangen? Vielleicht schickt er uns gleich nicht. Ich glaube, wir dürfen auch nicht dabei sein, wenn er an sein Versteck geht. Mal schauen, was jetzt passiert. Er schreibt, er hätte ein paar Waffen. Okay. Richtig geile sogar. Okay, Freunde. Ich bin gespannt. Ich frag mal, wo? Kannst du denn bezahlen? Ja, klar, kann ich bezahlen. Ja, klar. Gar kein Problem, Freunde. Dadurch, dass ich ja mit dem Account viele Rechte habe, kann ich mir auch unendlich Geld geben. So, Freunde, wir warten mal ab, ob er uns jetzt schreibt, was er im Angebot hat. Ich bin gespannt. Freunde, ihr könnt mir direkt mal in dem Atemzuge auch eure Meinung zu solchen Leuten, die wirklich so krass verarschen, mal in die Kommentare schreiben. Ich hole welche, okay. Jetzt kommt aber das, der Haken an der Sache, weil er schreibt, ich hole. Ach, du musst so lange raus. Wie? Ich muss raus. Ich darf nicht ab... Freunde, wenn wir das jetzt schlau anstellen. Ich schreibe jetzt, okay, kein Problem, wartet kurz. Ich schreibe ihm das jetzt mal. Karma Charger, okay. Ich warte unten. Und Freunde, wisst ihr, was wir jetzt machen werden? Wir gehen jetzt hier unten im Vanish. So, zack, ich bin im Vanish. Und jetzt schauen wir uns an, wo sein Versteck ist. Wir folgen ihm jetzt. Was? Was? Nein, Freunde. Bitte was? Sharpness Level 9999 auf einer Rüst. Freunde, wir haben es hier gerade mit gehackten und gecheateten Items. Das ist ja ein Glitch.
Freunde, wir haben hier gerade einen illegalen Glitch am Start. Freunde, ich bin gerade echt geschockt. Hinter dem Fernseher, das ist diese Einkerbung. Ach, das. Alter, Freunde, so ein gutes Versteck habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Alter, guckt euch das an. Er hat auf einem Stock, Freunde, ein Minus-Enchant-Level. Er hat hier steht, Sharpness-Enchant-Level minus 31.073 und Level 9.999. Er hat ein Attack-Damage von 5.007. Freunde, das ist ja nicht mehr normal. Er hat mich wieder eingebaut, oh, weil er ja nicht weiß, dass ich hier bin. Gehe jetzt mal ganz kurz in Game Mode 3 und gehe hier wieder durch die Wände und werde jetzt wieder ganz unauffällig sagen, ah, ich bin unten. So, Game Mode 1. So. Bin ich jetzt im Game Mode 1? Oh, Game Mode 11 habe ich eingegeben. So, jetzt bin ich wieder im Game Mode 1. Gehe aus dem Vanish raus und jetzt gehe ich ganz, ganz normal nach oben und mal schauen, was er für Preise verlangt. So. Okay. Ich bin mal gespannt. Wie viel Geld willst du? Schreibe ich erstmal. Wie viel Geld willst du? Freunde, seid gespannt. Kostet 10.000? Alter, Freunde, aber wenn er so viel Schwerter verkaufen müsste, müsste er doch irgendwo mehr Geld hier auch horten. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also er hat ja einmal hier dieses abgefahren krasse Versteck. Also wirklich, da muss man erstmal drauf kommen. Aber Freunde, er muss doch hier irgendwo noch mehr haben, weil das sieht mir ziemlich danach aus, als wenn hier irgendwo noch irgendwas versteckt wäre. So. Freunde, hier muss doch irgendwo noch ein Versteck von ihm sein. Hier hinter dem Fernseher, okay, nein. Aber, okay, hier geht's hoch. Das hatte ich ja eben mir schon angeguckt, aber... Freunde, hier ist eine Kiste. Nein, nein, ich glaube, wir haben sein Versteck gefunden. Ich glaube, wir haben sein zweites Versteck gefunden, Freunde. Auf drei öffne ich diese Tour. 1, 2, 3. Was? Er hat auf einem Block eine Verzauberung. Minus 13.825. Freunde, das sind ja so krasse illegale Glitches. Freunde, ich bin nicht im Vanish. Scheiße, er hat mich... Er schreibt, ey. Da bin ich gespannt, was er gleich machen will. Er kann ja jetzt nichts machen. Wir haben hier erstmal diese ganzen Blöcke, Freunde. Schaut euch das an. Und er hat hier ein Buch drin. Er nimmt das raus. Ja, das bringt ihm leider nicht viel. Hier haben wir ein Buch. Mein Zweit mit all meinem Geld vom Verkauf aller illegalen Items heißt Wojtas. Freunde, Wojtas, den kennen wir. Der hat schon so viel Scheiße gebaut, Freunde. Das, er schreibt, verpiss dich, scheiß Spasti. Nein, wir gehen ganz sicher nicht. Er sagt, Mein Zweit mit all meinem Geld. Ach, sein Zweit-Account. Mit all seinem Geld. Flash Money. Wojtas, Freunde, jetzt gucken wir den Kontostand an von seinem Zweit-Account. 92.398.925 erhacktes Geld. Was? Freunde, ich glaube, wir haben hier einen Hacker der Superlative gefunden. Freunde, also das habe ich noch, schaut euch das nochmal an. 92.398.925 Euro hat er sich einfach erhackt. Der ist ja wirklich der Reichste auf der... Bitte was? Überlegt euch mal, wie schlau der ist, in Anführungszeichen. Er hat sich einen Zweit-Account geholt, beziehungsweise vielleicht ist das ja auch sein Zweit-Account. Auf jeden Fall hat er einen anderen Account und darauf, oh, jetzt wurde ich vom Server gekickt, hab wahrscheinlich gerade Internetprobleme, Freunde, das habe ich hin und wieder mal. Freunde, nach meinem kurzen Internetproblem bin ich wieder auf dem Server und jetzt, Freunde, werden wir ihn dafür bestrafen, was er gemacht hat. Es ist so krank, er ist einfach sehr wie abgefuckt, muss man bitte sein, auf seinen Zweit-Account, sein Geld. Er hat geschrieben, du solltest weg, Bastard, schreibe ich. Ich schreibe mir jetzt einfach mal zurück. Nö. Er schreibt Fotze, Freunde.
So richtig Kontext. So, jo, weißt du, ich bin an seine Kisten gegangen, an seine gehackten. Er schreibt, ey, doch, Neger. Er benutzt Neger als Schimpfwort. Freunde, das ist wirklich jemand, der ist ja maximal zurückgeblieben. Also wer Neger als Schimpfwort benutzt, ich muss jetzt mal wirklich so sagen, Freunde, der ist ja komplett bescheuert. Er schreibt, Opfer, Opfer, Opfer. Freunde, ich glaube, der hat so eine fette Abreibung verdient. Er schreibt noch Scheißknecht. Freunde, er sieht ja nicht mal ein, was er hier getan hat. Das heißt also, ich glaube, der hat eine richtig fette Abreibung verdient. Ich werde euch jetzt auf dem Server, wir sind gerade auf CityBit 1, fragen. Er schreibt, ich habe deine Mutter gefickt. Alter, das Einzige, was der hier tut, ist irgendwelche Items hacken, Alter. So, Freunde, war aber der schreibt, war aber scheiße. Ja gut, Freunde, ihr wisst Bescheid. Karma Charger hat was mit meiner Mutter, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Ich oute mich, das ist eigentlich mein Vater. Naja, Freunde, ich werde euch jetzt auf dem Server fragen, ob ihr Bock habt, dieses Grundstück zusammen mit mir zu griefen. Wenn ihr mal Bock habt, daran teilzunehmen, ne, wie gesagt, checkt meinen Server aus. Würde mich freuen. Ist freiwillig, könnt ihr ja machen, könnt ihr selbst entscheiden. Und dann würde ich mal sagen, Freunde, ich frage jetzt insgesamt 150 Leute sind wir gerade auf dem City-Bild. Ich kann euch das ja mal zeigen mit /List. Schaut euch an, wir sind gerade 144 Leute. Ich frage jetzt einfach mal, habt ihr Bock auf einen vom Unity Reef LG Fox? Mal schauen, ob ihr Bock habt oder nicht, Freunde. Mal schauen. Der erste schreibt schon ja. Ja, der nächste schreibt ja. Der nächste ja. Oh, Freunde. Alter. Alter, Freunde, schaut euch das mal an. Ihr seid auch so geil drauf. Echt krass zur Zeit, wie ihr drauf seid. Es motiviert einen so krass, Videos zu machen. So, Freunde, ich werde jetzt eine TPA an den gesamten Server senden, damit ihr alle hierher kommen könnt. So. Und jetzt habe ich eine TPA an alle gesendet. Freunde, guckt euch das an. Alter, Freunde. Guckt euch an, wie viele ihr seid. Oh, das laggt jetzt. Oh, oh, oh. Böse, böse, Freunde. Das ist ganz normal. Nicht sagen, oh, scheiß Server. Nein, Freunde, das ist ganz normal. Wenn 150 Leute auf einen Platz kommen, auf einen Fleck, ist es klar, dass es laggen kann. So, Freunde, wir warten jetzt einmal ganz kurz ab, bis sich das ein bisschen regeneriert hat. So, alter, Freunde, schaut euch das an. Und jetzt, Freunde, wir gucken uns das von oben an. So, und bei 3 gebe ich allen Rechte, Freunde. Ich gebe jetzt bei 350 Leuten Rechte zum Abbauen. 1, 2, 3. Oh, jetzt, Freunde. Jetzt können alle abbauen. Alter, Freunde. Zeigt, was ihr drauf habt. Zeigt mal, was wir, die durchrastende Army, gegen solche Hacker machen. Freunde, wir schauen mal. Karma Charger wurde gemutet. /unmute. Wir müssen ja nochmal sehen, was er schreibt. Karma Charger 94. Oh, mit Hashtag wird er ja nicht geschrieben. Ach doch, er kann jetzt schon schreiben. Er schreibt Hure. Er schreibt so 50 mal Hure. Sein ganzes Grundstück ist im Arsch. Freunde, guckt euch an, was ihr gemacht habt. Richtig geil. So, ich werde jetzt erstmal das Grundstück clearen, damit ihr mir hier nicht alle sterben könnt. So. P remove Sternchen. So, Freunde, jetzt könnt ihr auch nicht mehr abbauen. Also, ich würde sagen, der hat eine richtige Abreibung bekommen von euch, Freunde. Danke für eure Hilfe. Und dann würde ich sagen, wir sagen Tschüss zu YouTube. Ich glaube, ihr beendet mal heute das Video. Sagt Tschüss zu YouTube. Und mal schauen, was kommt von euch. Wir schreiben alle Hallo YouTube, aber nein, Freunde, ihr müsst Tschüss sagen. Ciao, bye YouTube. Genau, Freunde, in diesem Sinne würde ich sagen, wir beenden dieses Video. Wir sehen uns morgen zu einem neuen nice Video. Und dann würde ich sagen, Freunde, vergesst den Like-Button nicht, schreibt einen nice Kommentar und dann sehen wir uns morgen wieder. Und dann würde ich sagen, ciao.